Chapter 5 Season 3 ist seit heute draußen und damit wurden auch alle Ranks wieder resettet. Ich hatte gerade mal ein Rank-Game und wurde auch direkt am Anfang getötet, weil meine Cam ausgefallen ist. Wir droppen jetzt hier direkt im Einrank-Spiel direkt mal sehr offen. Nachdem jetzt meine Cam ausgefallen ist, habe ich jetzt direkt neben mir eine Pump gefunden, bin dann in den Keller gelaufen und habe dann einen Gegner für 86 White gehittet. Da der aber eine Tag hatte, konnte er mich aber einfach ganz easy holen, weswegen ich dann im Anschluss meine Cam wieder reconnected und komplett überbelichtet eingerankt wurde. Bruder, ich bin überbelichtet und werde jetzt eingerankt. Und zwar Gold 2, weil ich ehrlich stelle, weil meine fucking Cam ausgeht und ich sie einstellen wollte. War plus 831%. Naja, aber davon lassen wir uns jetzt gar nichts abbringen. Das Ziel ist es, am Ende der Serie Unreal zu erreichen. Wir werden jetzt immer hier vorne landen, uns kurz hochlooten und dann werden wir uns das Medaillon holen. Und Autos sind die Meter, wir werden diese benutzen und damit hoffentlich dann alle töten. Okay, wir sind jetzt hier schon mal contested. Ich werde einfach super confident sein. Diese Confidence war aber nur von kurzer Dauer, denn ich habe am Anfang gar keine Waffen gefunden, währenddessen draußen ich schon das erste Auto gehört habe. Bro, was geht hier draußen ab? Und dieses Auto hat den Raketenwerfer auf dem Dach. Ah! Jetzt bin ich erstmal so schnell wie möglich aus dem Haus wieder rausgelaufen. Help. Mie, der hat einfach einen Raketenwerfer oben drauf. Denn der Mann hat erstmal das komplette Haus den Erdboden gleich gemacht. Bruder, das komplette Haus weggesprengt, der Mann. Bruder, das komplette Haus ist weg. Aber alles gut. Ihr seht das doch schon. Ab heute für die Rank-Serie ist auch die Handcam angeschlossen. Ja, wir wollten noch mal ein bisschen upgraden zur letzten Rank-Serie. Da haben sich viele Leute gewünscht. Also ich habe das nicht so oft in den Kommentaren gelesen, aber ich dachte mir so, ja, da wisst ihr wenigstens, dass ich nicht cheate. Naja, aber jetzt bin ich erstmal zu Redline rekrutiert. Da ich aber Full Life bin, habe ich den Slurp Truck jetzt erstmal nicht mitgenommen. Aber wir können jetzt hier noch den Slurp Truck nehmen, aber machen wir jetzt nicht. Denn das hat jetzt so viel Zeit gekostet, denn ich habe jetzt nur eine Mission. Wir brauchen den Bot. Wir brauchen die mythische Waffe. Und natürlich das krasseste Auto, was es hier vorne gibt. Ich habe bisher noch 0 Kills, richtig gut, noch 52 Leute am Leben. Ich glaube, ich bin richtig gut dabei für die erste Runde. Egal, wir machen gleich den Win. Mittlerweile bin ich jetzt im Redland Rig angekommen, wo auch direkt der erste Gegner auf mich runtergesprungen ist. Hä? Bruder. Ohne Metz habe ich jetzt versucht, den Mann irgendwie zu holen. Aber jetzt kamen natürlich auch wieder weitere Gegner dazu. Oh mein Gott. Er hat mich einfach gediegelt. Ich habe einfach einen angeslidet. 20er? Komm doch her. Nein. Oh! Mach mal einen ruhigen hier mit deinem Auto. Als ich dann den einen Mann gelootet habe, habe ich diese Handschuhe gefunden, womit man aktuell richtig gut rotieren kann. Und habe dann beschlossen, da mich der eine Kollege fast überfahren hat, dass ich nun jetzt downchasen werde. Ich werde die Fliege liegen lassen. Okay, wir werden den Mann holen. Kommst du her? Broski! Ja, das war's nicht mehr besser. Aber wenn ich ihn jetzt wieder gelootet habe, hat sich der nächste Gegner an mich angesneakt. Oh, kommt da noch einer? Bruder, wer bist du? Broski! Ja, der ist ja richtig motiviert, der Mann. Ich sehe das jetzt. Spam! Broski! Ey, kommst du her? Der Gegner ist jetzt die ganze Zeit durchgezogen. Er hat dann sogar noch ein Auto gefunden, womit er dann auch weggefahren ist. Da ich aber zum Glück die Handschuhe hatte und auch den Juice, konnte ich die Verfolgung damit auch easy wieder aufnehmen und habe ihn dann auch komplett lost hinter einer Wand gefunden. Bro, also diese Autos, ne? Der Mann kommt dort wirklich weg. Das ist crazy. Komm her! Er kommt nicht weg. Er kommt nicht weg. Moin. Der nächste Gegner kam auch direkt wieder mit dem nächsten Auto vorbei und ab diesem Zeitpunkt wusste ich jetzt auch so ein bisschen, wie ich mit Autos umzugehen habe und habe es auch direkt mal demonstriert. Oh, direkt der nächste. Wir gehen direkt rein. Einfach F drücken. Moin. F drücken. Und so kontert man ein Auto. So, das ist die perfekte Art und Weise, wie man ein Auto kontert. Einsteigen, auf die Füße schießen, dann steigt er aus, dann wird das Geschütz und tötet ihn. Super simpel, kann jeder nachmachen. Schreibt es euch hinter die Ohren. 5 Leute down, 24 Leute to go. Jetzt ging es direkt für mich mit dem Auto, was ich gerade mit einem Kollegen abgezogen habe, direkt weiter. Denn ich habe auf der Map einen mit einem Medaillon gesehen und wollte es jetzt mir auch direkt unter den Nagel reißen. Sagt man das noch? Ich hoffe mal. Oh, hier kommt einer mit einem Medaillon. Oh, der ist da vorne. Ich habe dich gesehen. Bitte, komm her. Das hat er dann auch gemacht und es kam zu einem Epic Shootout. Oh. Ah! 75 Damage auf ihn. Irgendwie hat er es dann geschafft, ohne dass ich es mitgekriegt habe, wegzukommen. Wo ist er hin? Doch da der Mann ja die ganze Zeit ein Medaillon dabei hatte, habe ich die ganze Zeit auf der Karte gesehen, in welchem Radius er sich ungefähr aufhalten musste und habe ihn auch deswegen wieder gespottet. Oh, er läuft. Ich sehe es auf der Map. Der Mann zieht durch. Bro!
Nee. Das machst du nicht mit mir. Und ich weiß gar nicht, wie oft ich sagen muss, aber immer wenn ich einen geholt habe, kommt direkt der nächste Gegner. Da baut jemand. Oh, schau ihn dir an. Er pickt ja mit dem Kopf raus. Spam. Digga. Was denkt ihr die ganze Zeit? Wer ihr seid? Digga. Komm, fight doch jetzt mal wie ein richtiger Mann. Dominanz zeigen. Dominanz zeigen. Und als ich den Gegner geholt und dann in die Nähe vom Nitro-Dom war, habe ich gemerkt, dass das Medaillon, was ich vorhin dem anderen Gegner abgenommen habe, anzeigt, dass das Auto noch nicht geholt wurde. Was ich dann natürlich auch direkt ändern musste. Der Tresor wurde noch gar nicht gehootet. Okay, jetzt seht ihr, was gleich richtig heftig ist. Aber als ich dann den Käfig aufgemacht habe, um das Monster zu befreien, waren die nächsten Step auf meinem Monitor sichtbar. Oh, zeig mir her den Bad Boy. Lass ihn raus aus seinem Käfig. Oh, da kommt einer. Wo ist er? Oh. Oh, er ist cracked. Oh, der hat richtig Spaß. Mein Kill. Danke. Hallo. Digga, das... Ich hab's euch gerade gesagt. Das Auto ist viel zu stark. Mittlerweile hatte ich jetzt schon mein erstes Medaillon, was mir jetzt unendlich Munition gebracht hat. Dieses Medaillon, was ich habe, macht mir unendlich Munition. Das ist crazy. Damit bin ich jetzt mit meinem Auto weiter rotiert und habe auch das nächste Medaillon schon wieder gesehen. Vor mir direkt das nächste Medaillon. Das holen wir jetzt auch direkt. Da der Gegner jetzt eingestiegen ist und ich keine Möglichkeit hatte, irgendwie ihn aus meinem Auto rauszukriegen, musste ich jetzt das Auto leider zerstören, um an ihn ranzukommen. Komm, wir machen das Auto kaputt für dich. Kurz bevor das Auto kaputt gegangen ist, ist er dann ausgestiegen. Ich habe dann doch 75 Damage bekommen und da mein Gegner das Healing-Medaillon hatte, hat er jetzt auch wieder viel mehr Leben als ich gehabt. Oh, 80er. Hat er dieses Heal-Medaillon? Nein, oder? Er hat dieses Heal-Medaillon. Bisher, du bist es nicht würdig. Ich glaube, ich kriege jetzt einfach Leben. Wir machen uns kurz voll mit dem Juice und direkt geht's weiter. Jetzt bin ich erstmal weiter rotiert. So, mit dem Juice in der Kombination ist es echt eine crazy Rotation hier. Hab dann in der Ferne dann weitere Gegner gespottet, aber als ich dann da dort angekommen bin, hat von denen jede Spur gefehlt. Hier war einer. Aber als ich noch einen Tick weitergegangen bin, kam mir schon das nächste Auto entgegen. Oh. Hallo, Travis. Aber während ich jetzt diesen Travis Scott gefightet habe, gab es schon wieder Leute, die aus der Ferne mit einer Armbrust auf uns geschossen haben. Und dann, Travis, wir haben hier ganz große Probleme, Travis. Aus diesem Grund bin ich jetzt erstmal durchgezogen, hab mich dann nochmal kurz hochgehealt und hab den nächsten Gegner gefightet. Der will das. Der will das. Der will das. Oh, ich will das. Das ist, glaube ich, so ein Crossbow, was der hat, ne? So, ein 24er, mal rein hier. So, jetzt setz ich mal... Digga, das ist noch einer, der uns aufschießt hier. Oh, wo ist er hin? So, hallo. So, wir gewinnen die Runde jetzt einfach. Aber ich sag einmal, damit uns noch mit dem Auto holen. Wir müssen echt aufpassen vor den Autos. Und genau als ich davon geredet habe, habe ich schon das nächste Auto gesehen und habe direkt mal beschlossen, den chasen wir down. Okay, der fährt komplett fahr. Der geht Richtung Insel. Wir haben schon 12 Kills. Wir hatten echt einen richtig Slow Start. Aber jetzt nehmen wir richtig Pace auf hier. Aber wer auch richtig Pace aufgenommen hat, war mein Gegner. Denn der ist jetzt erst mit dem Auto weggefahren und dann ins Drift gegangen, um auf die Insel zu gehen, wo ich ihn dann auch endlich eingeholt habe. Das Problem war jetzt aber, dass sich der Gegner komplett eingebaut hat, sodass ich gar nicht an ihn rankam. In der Zwischenzeit, wo ich dann auf die andere Seite rotiert bin, ist der Gegner wieder weggelaufen. Aber neben Travis Scott ist es noch ein weiterer Skin auf die Insel gekommen. Okay, wir fighten jetzt einfach. Oh! Er kam raus. Oh, es ist wieder Travis. Als ich es dann irgendwann geschafft habe, endlich wieder Heimgut zu haben, ist der Travis Scott nach unten gegangen, um dann im Keller von einem weiteren Gegner gefightet zu werden. Okay, die fighten da unten dick. Gib mal kurz mal deine Metz hier. Danke dir. Nachdem ich jetzt meinen 13. Kill schon gemacht habe, bin ich nach oben gegangen und wollte jetzt endlich die Insel einnehmen, wurde aber dann von Travis Scott wieder einmal überrascht. Nachdem der Travis Scott jetzt so aggressiv gespielt hat und ich ihn eigentlich relativ gut kontern konnte, ist er jetzt die ganze Zeit weggelaufen. Bruder, kommst du erstmal auf zu laufen hier? Aber irgendwann konnte ich ihn endlich einholen und wir haben weiter gefightet.
Danke dir. Oh mein Gott, das Medaillon ist zu OP. Ich konnte ihn die ganze Zeit fighten und Vampire hat mich das Medaillon einfach hochgeheilt. Mit jetzt noch 6 Spielern verbleibend hatte ich jetzt richtig gute Chance, diese Runde zu gewinnen, aber da es noch einen Spieler gab, der noch ein Medaillon besessen hat, habe ich jetzt alles dran gesessen, diesen Spieler so schnell wie möglich zu holen. Ich habe Angst, dass der ein Auto hat. Oh, so schnell wie der ist, hat er ein Auto. Nachdem ich den dann irgendwie eingeholt habe und es geschafft habe, sein Auto komplett kaputt zu machen, gab es aber leider noch weitere Autos, die mich super genervt haben. Oh. Broski. Oh! Ich wollte einsteigen. Ich wollte einsteigen und der überfährt mich. Ich habe sogar noch gesagt, dass mich jemand mit dem Auto holen wird. Aber trotzdem habe ich es geschafft, mit dieser Runde zu Gold 3 aufzusteigen. Who cares? Direkt Gold 3. Im Anschluss daran bin ich direkt in die nächste Runde gegangen und war auch ein bisschen angesalzen, dass ich in der letzten Runde überfahren wurde. Jetzt ist Schluss mit lustig. So viele Leute kommen mit. Das sind einfach bloß Kills, die ich machen werde. Kills. Aber als ich gedroppt bin, habe ich bis auf eine graue SMG erstmal keine Waffe gefunden. Und mit solchen Worten, die ich am Anfang getroffen habe, wäre es jetzt unglaublich peinlich gewesen, wenn ich jetzt am ersten Gegner direkt gestorben wäre. Mit dieser Runde habe ich einfach minus 5% gemacht. Deswegen habe ich auch in der nächsten Runde genauso geguckt, wie ich geguckt habe. Absolut keine Ahnung, was das sollte. Auf jeden Fall bin ich jetzt wieder bei Redline Rick gedroppt. Hatte da auch direkt eine graue Pistole und konnte jetzt erstmal mein krasses Aim unter Beweis stellen. Oh mein Gott, er lebt. Da der Gegner nur noch ein paar AP hatte, habe ich jetzt direkt die Verfolgung aufgenommen. Und ich kann euch sagen, der Gegner ist gelaufen. Okay, wir lassen ihn nicht weg. Bro! Bro, er hat einen Tag und läuft! Bruder. Ey, der Mann, der hatte richtig Angst zu fighten. Jetzt wollte ich einfach den Bot holen, um jetzt endlich das Medaillon und damit auch das krasse Auto zu haben. Doch dabei gab es bloß wieder ein Problem. Wo ist der Boss? Ich bin jetzt ungelogen 3-4 Minuten durch die komplette Anlage gelaufen, ohne ein Zeichen von diesem Bot. Ich finde den Boss nicht. In der Zwischenzeit habe ich jetzt sogar noch einen weiteren Gegner gefightet. Du Hund, lass dich nicht mehr mit mir machen. Ich hole dich jetzt alle. Und habe dann beschlossen, den Bot weiterhin zu suchen. Okay, wir gucken weiter. Früher oder später werde ich ihn finden. Und nach weiteren 5 Minuten durch die Gegend laufen, habe ich ihn dann endlich... Nicht gefunden. Nee, ich habe ihn nicht gefunden. Ich finde den Boss leider nicht. Schade. Jetzt bin ich erstmal mit meinem Auto über die halbe Map rotiert und kam irgendwann bei der Drohnenfabrik raus. Und da sich jetzt über die komplette Runde so viel Frust angesammelt hat, musste ich jetzt den irgendwie rauslassen. Wie macht man das am besten? Hallo? Brauchst du Hilfe? Brauchst du Hilfe? Der Gegner ist jetzt erstmal um sein Leben gelaufen und ich natürlich hinterher. Der hat richtig Spaß. Und als er dann mit seinen Handschuhen durchgezogen ist, kam noch ein weiterer Spieler dazu, in den ich dann einfach reingecharged bin. Kommst du her? Ich hab einen anderen gefightet. Runde so cursed, Digga. Mit dieser Runde kam ich jetzt gerade mal zu Gold 3, 56%. Und da ich jetzt in so einem Loch drin war, war es mir jetzt erstmal wichtig, mich mental auf die nächste Runde vorzubereiten, beziehungsweise einfach auch mal aufzuwärmen. Okay, wir machen uns warm. Die Handgelenke auch mal dehnen. Nach hinten dehnen, nach zurück dehnen. Habe ich mich jetzt dann auch bereit gefühlt? Ah, wir sind bereit. Komm schon. Und hab mir direkt auch mal ein Ziel für diese Runde gesetzt. Kein Autotod. Aber um erstmal so weit zu kommen, musste ich jetzt erstmal den Early Fight überleben, wo ich jetzt schon echt sehr, sehr gestruggelt habe. Woher hier keine Waffe? Und was soll die Leute töten? Irgendwann hatte ich jetzt auch meine erste Waffe und natürlich auch Schild, aber ich hatte immer noch ein weiteres Problem. Immer noch keine Metz, ne? Und da ich dann in der Ferne eine Zipline gehört habe, wollte ich dann diesen Gegner fighten, um auch endlich mal Metz zu haben. Dabei wurde ich aber wieder etwas überrascht. Bot. Nein. Oh mein Gott, ich muss hier weg. Nein. Oh mein Gott. Ey, als ob es da nichts gab. Dieser Verarsche hier. Aber diese Verarsche war noch lange nicht vorbei. Gott scammt. Ich habe mich doch extra warm gemacht. Ja, ich finde keine Waffen. Und mit den Waffen meinte ich jetzt nicht generell Waffen, sondern ich meinte damit eine Shotgun. Deswegen bin ich auch weiter rotiert. Damit ist dann eh schon alles egal. Da wollte ich jetzt einfach wieder rein rotieren und habe noch auf dem Weg noch eine Kiste geöffnet, wo ich dann endlich... Oh mein Gott, wieder Pump. Eine Pump rausgekriegt habe. Ja. Auch mal ich habe manchmal Glück. Aus diesem Grund bin ich jetzt mit Vollgas zurückrotiert und habe auch jetzt jeden Gegner gefightet, den ich gesehen habe. Okay, jetzt geht's aber rein. Da ist er. Fünfziger? Mache ich alle lang, ne?
So, hier geblieben. Das ist der erste. Jetzt kann ich nichts mehr. Ihr habt den Faden überspannt. Ich glaube, es heißt Bogen, aber wir lassen es einfach jetzt mal so stehen. Denn ich wollte jetzt einfach bloß weitere Leute fighten. So, Shadow Demon, raus mit dir. Aber neben dem Ziel, jetzt die ganzen Leute zu fighten, hatte ich jetzt ebenfalls noch ein weiteres Ziel. Beziehungsweise ist es eigentlich das alte Ziel. Und jetzt muss ich endlich mal diesen Bot finden hier. Das gibt's nicht. Der muss jetzt hier sein. Und nachdem ich mich dann wieder auf die Suche gemacht habe, wurde ich am Ende aber dieses Mal... Na, ich wurde wieder nicht fündig. Es war voll deprimierend. Ich gebe auf. Nee, der Bot ist mein Endboss. Den werde ich nie wieder finden. Aber zum Glück hatte ich ja noch mein zweites Ziel, und zwar die Runde zu gewinnen und dabei nicht an dem Auto zu sterben. Das hatte ich jetzt direkt mal vor umzusetzen, weswegen ich losrotiert bin, um Leute mit Medaillons zu fighten. Zwei Medaillons. Okay, die holen wir uns. Wir fahren jetzt einfach durch. Und genau das habe ich dann auch gemacht. Fight mich jetzt wie ein OG-Fortnite-Spieler fighten würde, hä? So. Zeig die Faxen dick. Und wenn ich jetzt ein Loot aufgesammelt habe, war ich jetzt unglaublich verwirrt. Hä? Er hat die Scar? Denn was ich zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste, ist, dass die Bots gar nicht an festen Orten spawnen, sondern immer mal wieder auch an anderen Locations sind, weswegen ich auch in den letzten beiden Runden den Bot einfach nicht finden konnte. Aber das war mir jetzt in dem Zeitpunkt komplett egal, denn der Typ mit dem weiteren Medaillon hat mich die ganze Zeit richtig krass genervt. At Nates, Alarm und Darm. Und als ich dann den Berg nach oben gegangen bin, hat er aufgehört mit Granaten zu schießen und hatte ich jetzt die Mission, mich umzufahren. Aber zum Glück habe ich es geschafft einzusteigen und habe dann einfach beschlossen, das Auto einfach komplett zu zerstören. Ja, machen wir das Auto mal kaputt hier. So, Meister. Gib mir mal deine mythische Tag hier. Mit jetzt 4 Kills und noch 14 Leuten übrig, hatte ich jetzt den perfekten Loot, um weiterzumachen. Das Auto hat sich auch in der Zeit wieder komplett repaired. Deswegen konnte ich jetzt das einfach wieder benutzen, um weiterzufahren. Und habe dann auch in der Nähe beim Bunker weitere Steps gehört. Und jetzt war es mal meine Zeit zu... Danke dir. So, ich kenne hier nichts mehr. Und als ich dann aus dem Bunker rausgegangen bin, war schon der nächste Gegner direkt wieder da. Hallo. So, aber ihr erinnert euch noch an diese Challenge, die wir gehabt haben, nicht an Auto zu sterben, ne? Oh. Oh. Na, es wird immer knapper. Ich wollte ihn jetzt einfach einholen und ihn dann töten, hab dann auch die Verfolgung aufgenommen. You won't get away, my friend. You won't get away. Und was soll ich euch sagen? Er wird wahrscheinlich schon davon kommen, aber egal. Aber dafür gab's beim Nitro-Dom direkt den nächsten Fight. Oh. Nein. Komm her. Digga, diese... Macht so crazy aim mit dem Ding. Alles gut ist, ich kann die durchgehend chasen einfach. Das habe ich dann auch gemacht, bis ich dann irgendwie wieder verloren habe. Oder beziehungsweise ich wusste, wie ich zu ihm kommen kann. Hä? Wo ist er? Ich höre seine Steps, aber ich sehe ihn nicht. Wo ist er? Er war unter mir. Aber zum Glück kam er dann noch irgendwann hoch, sodass der Fight dann endlich weitergehen konnte. Ich verstehe es nicht. Da. Oh mein Gott! Wir haben ihn. Wir haben alle Medaillons. 6 Leute noch am Leben, wir holen uns die Runde. Bitte jetzt einfach nicht im Auto sterben. Nachdem ich dann etwas gestruggelt habe, aus dem Gebäude auch wieder rauszukommen. Ja, ich komme hier nicht raus. Bin ich dann irgendwann wieder in ein Auto eingestiegen, zur Insel gefahren und habe da dort meine nächsten Gegner gefightet. Oh mein Gott, ich glaube, jemand ist auf der Insel. Komm her. Kommst du her? Das wollte er aber überhaupt nicht, deswegen ist er direkt in das nahegelegene Rift reingegangen. Aber ins Rift. Nein. Und von da aus ging es dann die ganze Zeit so weiter. Mach jetzt nicht dieses Spiel hier, okay? Bro. Oh mein Gott, der Mann. Kommst du jetzt mal her? Du rennst!
Jetzt, oh mein Gott, du Nerfensäge. Die mythische Tag. Wenn jetzt nur noch 5 Spielern verbleiben, musste ich jetzt erstmal noch in die Zone rotieren. So, Top 5. Und hab dann direkt auch vor mir den nächsten Fight gesehen. Fights, 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 fights. Oh mein Gott. Das ist super duper nervig, ne? Ich bin jetzt dem Typen die ganze Zeit hinterhergegangen, hab die ganze Zeit eine Autoslow gemacht, aber er hat leider immer ein weiteres Auto gefunden, um sein altes auszutauschen. Er wird umsteigen, ja, ich wusste es. Bruder, was macht der? Oh mein Gott. Hallo. Der hat es nicht verstanden. Jetzt kam aber der andere wieder weg. Ey, es ist einfach bloß ein Katze-Maus-Spiel mit diesen Autos, ne? Top 3. Komm her. Wo ist er hin? Oh mein. Und während ich jetzt laufe und dann noch von einem Auto gesprayt wurde, wurde ich jetzt auch noch angerufen. Und zwar von niemand geringeren als von Alvi. Vielleicht noch angerufen von Alvi. Und wenn sowas passiert, kann man nur eine Sache machen. Alvi, nein, kann grad nicht. Geht gerade nicht, Alvi, sorry. Oh, jetzt kommt er her. Du hättest nicht aus deinem Auto rausgehen sollen. Und während der Gegner jetzt abgehauen ist, hat Alvi mir die ganze Zeit irgendwelche Nachrichten geschrieben. Du kommst nicht weg. Du kommst nicht weg. Alvi grieft. Hallo. Und. Nein. Wir machen es mit dem Pickaxe. Komm schon. Renn! Oh! Jetzt will er auf einmal. Oh mein Gott, ich warte, ich will ihn mal antesten. Okay, 26 Volt. Der Typ wollte aber einfach nicht herkommen, sondern ist die ganze Zeit mit seinen Handschuhen durchgezogen. Und man keiner Hit. Oh, wo will er hin? Wo will er hin? Wow! Der Mann hat auf einmal dann auch so Angst, dass er sich dann einfach versteckt hat. Er denkt, ich sehe ihn nicht. Ist das schlecht? Ich habe so gestruggelt. Das war der letzte Gegner? Okay, crazy. Nachdem ich die Runde gewonnen habe, habe ich auch Alvi endlich geantwortet. Und ihr könnt dreimal raten, was er wollte. Was gibt's? Ja, ich habe ihn angerufen. Ja, natürlich. Er wollte gar nichts. Aber wir haben es geschafft, Platin aufzusteigen. Platin aufgestiegen, Alvi. Und waren damit Platin 1, 49%. Und jetzt könnt ihr doch sehr, sehr gerne Creator Code Jonesy im Itemshop eintragen. Würde mich unglaublich doll freuen. Hier sind auch immer alle Ehrensupporter, die das gemacht haben. Checkt jetzt auch sehr, sehr gerne meinen 2-Kanal ab für noch mehr Content. Ich bin jetzt aber raus. Ich wünsche euch alle noch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Tschüss.